hat ein Ende. Es war soweit. Nach ihrem Training war Talia nun bereit, Thanos zur finalen Schlacht gegenüberzutreten und ihn zu bezwingen. Wer's glaubt, wird selig. Der ist ja gemein. Und damit hallo und herzlich willkommen zur, ja, anscheinend zur letzten Mission von der Kampagne von Dungeons 3. Da würde ich sagen, warten wir nicht lang, sondern gehen direkt rein. Wie fies der Erzähler über gegenüber Talia ist, ey. Es ist fies. Aber ne, ja, das ist immer sehr, sehr lustig. Sehr lustig. Ah, so. Ja, mal gucken, was uns erwartet hier. Wie es laufen wird. Na komm schon. Das Böse ist nah, meine Getreuen. Es ist nun an uns, dieses widerwärtige und abstoßende Geschmeiß zu vernichten. Sieg oder Untergang, Leben oder Tod. Heute ist die finale Schlacht von Gut gegen Böse. Folgt mir! Also, könnten wir darüber noch mal reden? Ich meine, du hast einige unserer Dörfer und Städte vernichtet. Du hast mein Haus niedergebrannt, weil wir für die Armee kein Essen mehr bereitstellen konnten. Oh oh. Was? Ihr stellt mich in Frage? Ich bin der Paladin des Guten. Sterbt, ihr Verräter. Tod allen, die sich mir in den Weg stellen. Oh oh. Das Gute wird siegen. Oh, Thanos scheint nicht mehr alle Murmeln in der Mulde zu haben. Die Armee des im Angesicht der Umstände gar nicht mehr so bösen Bösen hatte die letzten Reste der ehemaligen Stadt Sturmluft erreicht. Ha! Ich brauche keine Untertanen mit freiem Willen, die sich mir widersetzen. Ich kann Heerscharen an toten Helden zurück aus Valhalla holen. Schon wieder? Es schien allerdings so, als ob Thanos' Magie nun deutlich schwächer wäre als zuvor. Vermutlich würden seine Portale dieses Mal nicht so stark und damit angreifbar sein. Jetzt heißt es alles oder nichts. Zeit, dem pseudoguten Gutmenschen in den Hintern zu treten. Los, bauen wir einen Dungeon auf und eine Armee und zeigen ihm dann, wer hier die Hosen anhat. Du weißt schon, dass du ein Kleid anhast. Halt die Klappe, gute Tar. Ich meine Erzähler. Zum Angriff! Halt, stopp! So, Thanos den Rest geben. Thanos bündelt seine Kraft in... Was passiert dann? Dann kommt hier eine, so ein Portal wieder oder was. Okay. Gut, wir haben hier ein Heldenportal. Wir haben... Oh Gott, 3 Dungeon-Eingänge. Lecco mio. Gut, okay. Naja, ist ja alles in so wilder. So, gut, die Frostnoa-Fähigkeit, die habe ich jetzt schon. Ich habe ein Versteck, ich habe einen Vortex, ich habe eine Werkstatt. Friedhof habe ich, Kurofarm habe ich, okay. Ach, hier ist auch noch so ein scheiß Heldenportal. Ja gut, dann machen wir das mal so. Hier ist eigentlich auch kleiner eine Geldquelle. Die schnappen wir uns natürlich auch kleiner direkt. Gut, 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 gut. So, was tue ich denn erforschen? Ich erforsche mir eine Naga. Ach, Achniden direkt. Tüftlerhöhle. So, was ich mich frage, kann ich denn, weil ich will jetzt zum Beispiel die Imps eigentlich gar nicht mehr haben. Kann ich die nicht irgendwie wegmachen? Ich
Jo, so geht das. Na, ist er, da ist er. So, oh Scheiße, ich hab die Krypta nicht. Brauche ich schon mal Bösartigkeit. Halblingdorf. So, gut. Dann würde ich sagen, ziehen wir hier raus und holen uns die Bösartigkeitsinsel hier. Meine Feuerwände werden alles ja. Böse in Asche verwandeln. Feuerwände? Hm. Feuerwände. Gott, da war doch was. Ich hatte doch gerade erst mit sowas zu tun. Letzte Mission? Ritual in den Bergen? Neue Fertigkeit? Klingelt da was? Nö. Ah, stimmt, meine Frostnova. Talia hatte eine der Feuerwände mit ihrer mächtigen Frostnova vernichtet. Dadurch aufgeschreckt, machten sich noch mehr Helden durch Portale auf den Weg in den Dungeon. Och nö, ernsthaft jetzt? Nein! Das seid ihr euer Ernst hier. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Diese Wichser. Das ist ja mal schon wieder richtig assi hier. Da will ich ja eh mal raus. Mir eine Bösartigkeitsinsel holen, da kommen hier drei Helden angekackt. Das ist doch vermaledeiter Mist. Oh ne, jetzt kriegen wir alles hin. Das ist alles machbar. Schon. Ich komme da natürlich auch. Jetzt hat immer noch Mist, man braucht immer Bösartigkeit. Immer. Wenn dann ein Naga. Ach, damit werden die nie gelöscht. Vermaledeiter Mist. Aber jetzt war es so richtig, richtig doof. Naja, gut, dann tun wir erstmal ein bisschen den Dungeon bearbeiten. So. Ah, gehen wir mal weiter hier erobern. Es ist, den Dungeon aufzubauen, hat wieder alles eine Weile gedauert. Die unendliche Ader. Hab ich wieder relativ früh gefunden. Aber ich sag mal so, alles so aufzubauen, dass er soweit alles hat, dass da alles passt. Ich meine, es hat auch lange gedauert, bis ich meine erste Bösartigkeitsinsel hatte, weil andauernd wieder irgendwelche Helden angekackt kamen, irgendwelche Heldenwellen. Und das war immer etwas ungünstig. Aber jetzt bin ich eigentlich soweit zu stoppen. Ich fallen überall habe, so dass ich eigentlich auch erstmal soweit gut geschützt bin. Somit können wir hier draußen erstmal ein bisschen rumrennen. So.
Zack. Das noch erforschen. So. Macht mir alles kaputt. Sehr schön. Zack. So, wieder alle Full Life eigentlich. Oh, in einer Minute habe ich wieder Portale im Dungeon. Ja, sollte eigentlich passen. In wenigen Augenblicken würden sich gleich mehrere Portale nach Valhalla öffnen. Das sorglose Böse war geringfügig beunruhigt. Sollte eigentlich passen. Dass ich da nicht gleich sterbe. So, den Turm haben wir kaputt gemacht. Würde ich sagen, holen wir uns noch hier die letzte Bösartigkeitsinsel. Zahltag. Zahltag. So. Jo, komm mit gleich. Übelst krasse Einheiten gehen. Alter, der haut aber noch rein. Sagen, was du willst, aber haut rein. Von Valhalla! Strömt durch die Tore und vernichtet alles, das sich mir widersetzt! Alles, was ich mir widersetzt! Das Zelt kaputt. Lebensregeneration. Episch. Na. Alles Gute muss sterben. Würde ich sagen. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Was? Hey, die ist echt. Das ist echt durch meine Fallen hier geschafft? Lololololol. Finde ich krass. Muss ja mal. Rüstungsbonus. Sehr schön. So was? Mach ich das so? Oder kenne mich mal kreuzweise? Ich werde das Land vernichten. Bei gegen 2 Titanen auf einmal habt ihr keine Chance. Regeneriert Körperteile. Das ist krass. Das Körperteile regenerieren zu können, das ist krass. Niemals wird das Böse hier triumphieren. Natürlich. Die Göttin ist auf meiner Seite. Widerlicher Abschaum. Hallo? Seien Sie mal nicht so frech, der Herr. Oh, Crowley ist auch was tot. Crowley ist tot. Los, ihr Würmer! Kämpft für mich im Namen des Guten und sterbt für die Göttin. Aber ich habe Frau und Kinder. Du wagst es zu widersprechen? Das wirst du büßen. Möge dich das Feuer der Göttin reinigen. Jetzt geht das wieder los. Dann ja, mal Nortalia. Ach, lol. Das schlaue Böse stoppte die Feuerwand von Thanos durch einen gezielten Steinschlag. Ha, brillante Arbeit. Was? Das darf nicht sein. Dann hole ich eben noch eine Feuerwand, die diese Verräter zerschmelzen wird. Ja, siehst du es? Zack, schon hab ich wieder neue Verbündete. Optimal. Würde ich mal sagen. Das freundliche Böse hatte einige Helden aus der Feuerfalle von Thanos gerettet. Diese schlossen sich nur zu gern seiner stetig wachsenden Armee an. So läuft das nämlich hier. Nämlich alle Bock haben, für mich hier mitzuarbeiten. Ich halt einfach nur... What the fuck, wo kommt die Feuerwand jetzt her? Na gut, egal. So, Black Widow.
Die ist wirklich Black Widow. Krass. Da ist er. Black Widow. The sexiest Kampfmaschine on this planet. Oh, so. Ja, wenn man so meinem perfekten Englisch glauben mag. So. Ach, hier gäbe es doch noch eine City zu zerstören. Hier gibt es doch einen Platz zu zerstören. Mit guten Leuten. Guten Einheiten. So. Einmal in diesen Dungeon bitte. Auch bitte einmal in diesen Dungeon. So, was habe ich hier denn für ein Büchle? Rüstungsbonus. Nee, kriegt ne Crowley. Kriegt unser Death. Death. Der Gerüstete. 110 hat er jetzt. Das ist gut. Das ist gut, gut, gut. Zeit zu. Ihr Dahlia, machen wir noch was. Dahlia kaputt. Der nervt nämlich. So, gut, gut, gut. Das siegreiche Böse hatte alle offenen Portale mit Schmackes wieder geschlossen. Ja, ja, ja. Famose Arbeit. Mit Schmackes. So. Es ist Zahltag. Das sind alle Titanen maximal gelöllt. Also, erforscht. Hier. Gut, gut, gut. Bleibt eigentlich dann nur noch Thanos. So. Ich würde sagen, das ist der letzte Marsch der freien, bösen Völker. Jetzt geht's gegen Thanos. Jetzt oder nie. Ihr freien Länder Mittelerdes. Jetzt müssen wir kämpfen für alles, was uns lieb und teuer ist. Für die Foltergeräte. Für die Daumenschrauben. Jungs, jetzt muss gerissen werden. Final Fight, Alter! Alter, Thanos schmilzt, Junge! Alles Gute muss sterben! Alles Gute! Alles Gute muss sterben! Leute, Thanos! Mein Schild muss kaputt gehen. Vor allem meine Einheiten kaputt gehen. Zack, 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 zack. Du wirst mich niemals schlagen. Niemals, hörst du? Natürlich. Die Göttin steht mir bei. Blödsinn. Wir schaffen das. Auf Thanos. Kommt schon, Jungs. Kommt schon. Bei Hammer. Ja. Oh. Kommt schon, ein bisschen mit Rohrschauer. Lasst ihr euch doch nicht stören.
Let's Fetz, Junge! Ja, das war's! Oh. Mit einem Röcheln ging Thanos zu Boden. Das siegreiche Böse war... Nun ja, siegreich. Ich hatte am Anfang ja Zweifel, aber du hast es tatsächlich noch irgendwie hingekriegt. Gut, wir haben den Schwierigkeitsgrad nach unten gedreht, aber hey! Wie? Ich mache Hallo? Spaß! Spitzenarbeit! Wow! Du hast dir die Endsequenz echt verdient. Nice, eine Endsequenz. Darf ich auch noch was sagen? Wenn ich es nicht verhindern kann. Das war hervorragend. Wir haben Thanos gezeigt, was eine Hake ist. Sieg! Gut, genug nice. Die vierte Wand durchbrochen. Da steht eh schon nichts mehr davon. Auf zum Endvideo. Auf. Gut, bevor wir zum Endvideo gehen, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Es war sehr schön, endlich mal, oder was ist endlich, es ist jetzt eigentlich das erste Projekt auf YouTube, was ich geschafft habe zu beenden. Ich hoffe natürlich, dass wir viele weitere Projekte zusammen beenden können. Denkt dran, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, einfach auf den Abo-Knopf drücken. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Endvideo. Viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Talia hatte es geschafft. Sie hatte in einer epischen Schlacht Thanos endgültig besiegt und vernichtet. Dieses Mal gab es niemanden mehr, der seinen Tod theatralisch betrauern konnte. Gut, theoretisch natürlich seine Ziehtochter, aber die schien eher damit beschäftigt zu sein, seinen Leichnam zu treten und, ach, das wollen wir gar nicht weiter ausführen. Das Böse hatte gesiegt. Die Königreiche waren in Schutt und Asche gelegt worden, die Gutmenschen in alle Winde zerstreut oder tot. Talia hatte einen äußerst effektiven Job mit ihrer Zerstörungstour durch das Land gemacht. Das abgeklärte Böse lehnte sich zufrieden auf seinem Thron zurück und wies einen Schnodderling an, ihm einen eisgekühlten Drink einzuschenken und vielleicht noch einen Happen vom Einhorn am Spieß zu reichen. Die Diät konnte bis morgen warten. Heute wurde gefeiert. Die Kreaturen waren überglücklich über den Sieg und fingen allerorts an zu tanzen. Zuerst die Schnodderlinge, dann kamen die Dämonen und Untoten dazu. Schließlich spielte auch noch der Oger auf und... Moment, der Oger spielt? Nein! Doch so ausgelassen die Stimmung hier war, auf dem heiligen Berg war die Stimmung gedrückt. Die Göttin hatte nicht nur ihren Mitstreiter Thanos verloren, nein, auch ein ganzer Kontinent war in die Klauen des Bösen gefallen. Sie konnte sich das nicht mehr länger einfach nur ansehen. Es musste etwas getan werden.